Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden uns heute anschauen, wie du das Thema KI und ChatGPT ja, bei dir im Unternehmen verwenden kannst, in der Kundenbetreuung und im Marketing. Bleib da auf jeden Fall dran, lass uns gerne schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema künstliche Intelligenz, in Klammern KI, sprechen. Ich habe mir heute wieder den Kollegen Sahat mit dazu geholt. Und ja, das Thema KI/ChatGPT ist in aller Munde. Selbst ja, für dich bzw. selbst die Handwerksbranche hat schon mitbekommen, dass man damit viel machen kann. Und man könnte darüber eine ganze Videoreihe machen mit hunderten Videos. Wir wollen das Ganze heute mal ein bisschen runterdampfen und einfach mal gucken, okay, was ist überhaupt möglich und was sind so sinnvolle Anwendungsfälle? Weil man kommt immer relativ schnell so in den, finde ich immer so ein bisschen in den Modus, dass man halt viele Sachen macht, aber nicht viel davon ist effektiv. Und ich will dir heute einfach mal so ein paar Praxisbeispiele mitgeben, okay. Was sind so Anwendungsfälle wirklich in der aktiven Kundenbetreuung oder vielleicht auch in der Kundenauswertung? Weil ich bin mir sicher, du als Unternehmer hast schon mal die Frage gehabt, hey, ich habe jetzt hier 100 Kunden betreut dieses Jahr oder 100 Kunden gehabt, denen ich jetzt meinetwegen eine Küche verkauft habe. Und mit 20% von denen war ich irgendwie sehr zufrieden. Das heißt, die haben ihre Rechnung schnell bezahlt, die haben wenig gemeckert. Da gab es wenig Storno, wenig Retouren, wie auch immer, wenig Änderungsaufträge. Dann gab es irgendwie nochmal 50%, da war es okay und ja, nochmal so die anderen 30%, das war irgendwie eine Katastrophe. So, und natürlich sollte ich jetzt irgendwie versuchen, für das nächste Jahr mehr von diesen 20% zu bekommen. Das Problem ist immer, dass viele sich immer, ja, ich sag mal, damit abfinden, dass es halt einfach so ist. Aber KI und ja, unter anderem ChatGPT geben uns eben die Möglichkeit, Aufschlüsse oder Erkenntnisse über das zu gewinnen, was passiert ist. Und das ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Du musst einfach das ganze System verstehen, wie eine riesen, riesen Datenblase, wo du halt verschiedene Fragen stellen kannst, aber eben auch als Tool für dich, das Daten analysieren kann. Das heißt, wenn du bei dir im Unternehmen irgendeine Form von Datenverwaltung hast, das kann ein CRM-System sein, das kann eine Google-Tabelle sein, das kann Hero sein, irgendwelche anderen Softwares, die du halt eben verwendest, dann bist du immer in der Lage, mit diesen Tools dir, sag ich mal, eine CSV-Datei irgendwie runterzuziehen. Ja, das heißt, einmal eine Kundendatei, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, ich habe hier 200 Kunden und ich habe zu meinen Kunden gewisse Eigenschaftsfelder. So, da musst du mal ein bisschen gucken, was für dich im Unternehmen schon gilt. Aber ich würde mal sagen, so ein Klassiker ist einfach mal Kundenname, du hast eine Telefonnummer, du hast eine E-Mail-Adresse, du hast vielleicht einen Tag, an dem die Montage zu Ende gebracht wurde, du hast einen Tag, an dem die Rechnung gestellt wurde, du hast vielleicht eine anteilige Anzahlung, die du bekommst vom Kunden, 10, 20, 30, 40% und so weiter und so fort. So, und das sind so Eigenschaften, die deine Kunden haben. Und was ich dir jetzt empfehlen würde oder was halt ein gutes Praxisbeispiel einfach ist, ist davon mal eine CSV-Datei zu machen, also einfach nur runterzuladen als Export. Und das Ganze halt zum Beispiel, wir würden ChatGPT empfehlen, ist da so die gängigste Variante, dort mal hochzuladen und einfach mal deine Fragen zu stellen. So. Klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ich kann dir mal ein Beispiel geben, was das für Fragen sein können. Du kannst das System halt fragen, hey, pass auf, du hast hier vor mir eine Kundenliste mit verschiedenen Eigenschaften. Was vereint denn jetzt zum Beispiel Kunden, die zum Beispiel eine hohe Zahlungsmoral haben? So. Das heißt, wenn du ein Zahlungsziel hast, ein durchschnittliches, das heißt, Kunde X zahlt seine Rechnung nach 4 Monaten, Kunde Z zahlt seine Rechnung nach 4 Tagen und Kunde Y zahlt seine Rechnung nach 1 Monat, dann kann man das auf viele Kunden eben runterbrechen und sagen, hey, was muss ich jetzt tun, um mehr Kunden zu bekommen, die eben eine schnelle oder eine gute Zahlungsmoral haben? Das heißt, ChatGPT, KI, findet dann für deinen Anwendungsfall sozusagen ja, Zusammenhänge, kann gucken, okay, was ergibt sich jetzt am Ende des Tages daraus und kann dir eben sagen, hey, pass auf, bei deiner zukünftigen Kundenauswahl, achte am besten da und da und da drauf. Und ich kann dir sagen, das ist jetzt so eine Übung, die man natürlich leicht umgeht, in Anführungsstrichen, weil jeder hat so ein Gefühl dafür, okay, nee, das wird schon so sein oder bei dem Kunden war das so und so deswegen. Aber das ist eine Falle, in die ich persönlich auch selber schon reingelaufen bin. Ich dachte, okay, das wird auf jeden Fall in dieser einen Sache liegen, dass es jetzt so und so ist. Aber anhand der Daten, gerade wenn du jetzt mit 100, 200, 500.000 Kunden arbeitest, dann kannst du es irgendwann gar nicht mehr überblicken. Und wenn man das System einfach mal einen Blick auf diese Daten werfen lässt, dann kriegt man da schon mal einen sehr, sehr guten Output, was es jetzt wirklich faktisch einfach nach den Daten ist. Eine zweite Sache, die ich hier mitgeben möchte, ist einfach so ein tägliches Anwendungstool. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir in der Kundenbetreuung Kundenbetreuer sitzen hast. So, diese Kundenbetreuer haben ja, wenn man es ganz einfach runterbricht, die Aufgabe, Fragen von Kunden zu beantworten. Und was ich halt mit dem System machen kann, also in dem Fall mit ChatGPT zum Beispiel, mit KI, ich kann so ein System anfangen zu füttern. Das heißt, ich kann dem System sagen, du, pass auf, wenn ich die Frage habe, meinetwegen, wie lange dauert die Montage von dem und dem Terrassendachtyp? So, dann kann ich ChatGPT einmal die Antwort geben und
Der andere Mitarbeiter kann das System wieder aufrufen, kann die Frage stellen und bekommt vom System die Antwort ausgespuckt. Also wenn man es richtig angeht und wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt, hast du nachher ja sowas wie eine interne Wissensdatenbank. Und ein Mitarbeiter, der bei dir quasi hier das Telefon annimmt und sagt, hey, er hat jetzt eine Frage vom Kunden, der öffnet sich das System, tippt die Frage ein, kriegt die Antwort ausgespuckt. Also es ist so eine Art firmeninternes Google, wenn man es halt vernünftig aufsetzt. Aber wie gesagt, man könnte da ziemlich tief nochmal ins Detail gehen. Du kannst dich gerne bei uns melden, wenn du da sagst, okay, ich möchte da irgendwie Unterstützung bekommen, gerade was so die ganzen Anwendungen angeht, weil ja, könnte man wirklich ein Studium draus machen. Es gibt auch noch andere Anwendungsfälle, wie du dir vorstellen kannst. Also wenn man das System einmal begriffen hat, dann kannst du im Grunde genommen fast alle Fragen damit lösen. Der Kollege wird jetzt noch mal ein bisschen was zum Thema Marketing erzählen, weil da, wie gesagt, kannst du auch sehr, sehr viel ja, mit dem System einfach machen. Ja, eines der wichtigsten Themen ist es, das in der Analyse auch natürlich einzubinden. Ja, man muss einfach den Vorteil für sich sehen und quasi diese Zeiteffizienz nutzen. Man hat verschiedene Kampagnen und die einen sind eher positiv, die anderen sind vielleicht negativ gelaufen. Und statt dass du jetzt ein Marketing-Team darauf ansetzt und da wochenlang dran arbeitest, an Kleinheiten vielleicht arbeitest, kannst du diese ganzen positiven Kampagnen nehmen und in diesem Fall jetzt ChatGPT, aber da gibt es auch andere KI-Tools, alle positiven oder erfolgreichen Kampagnentexte da reinschleudern und dann nochmal alle negativen da reinsetzen. Und dann kannst du ganz einfach ermittle mir bitte, was genau an diesen Kampagnen vielleicht unterschiedlich ist und kannst auch sagen, erstelle mir anhand dieser Daten, dieser positiven Daten, eine neue Kampagne für die Zukunft. Und damit sparst du dir enorme Zeit. Und meistens gehst du in eine deutlich effektivere Richtung, weil du jetzt auch nicht groß immer überlegen musst, was war gut, was war schlecht und hast am besten Beispiel natürlich direkt eine fertige Kampagne oder eine Kampagne, die halt wahrscheinlicher funktionieren würde. Genau, der zweite Punkt ist, wie viele das machen oder jetzt neuerdings, es gibt immer mal wieder das Thema E-Mail-Marketing. Ich möchte meinen Kunden Newsletter oder regelmäßig E-Mails schicken und oder Informationen und so weiter. Und darauf will ich nochmal zurückgreifen, was Nico gesagt hat, das Thema Wissensdatenbank. Du hast da jemanden, dem du alle deine Informationen von im Unternehmen immer wieder einspeisen kannst. Und ich habe es selber getestet, du kannst da für mehrere Wochen einen E-Mail-Plan erstellen lassen, einen Content-Plan, was jede Woche rausgesendet werden muss. Das heißt, du musst dich quasi nur, sagen wir mal, alle 2 Monate einmal hinsetzen, gibst den Content einmalig vor, sagst, erstell mir bitte für jede Woche eine E-Mail, die ich raussende, mit Content aus diesen Bereichen und der gibt dir das alles vor. Du gehst in dein E-Mail-Tool, kannst alle E-Mails direkt vorbereiten, auf jeweils jeden Montag zum Beispiel, wann er rausgesendet wird und hast so weniger Kopfschmerzen. Und brauchst auch nicht so viel Arbeitskräfte dafür oder eine Arbeitskraft muss sich nicht so viel Zeit nehmen, um das Ganze umzusetzen. Ja, das sind aber nur 2 Beispiele, da gibt es natürlich noch tausende mehr. Das Video dient auch so ein bisschen zur Anregung, wohin die Reise gehen kann. Nutzt das gerne mal oder überleg dir gerne mal, wie das Ganze auf dein Unternehmen passen könnte. Genau, das war das Schlusswort. Ich habe vielleicht noch ein Praxisbeispiel. Das hatte jetzt letztens ein Kunde von uns mir hier auf dem Event gesagt, bei uns in-house. Und zwar also einfach nur für dich, damit du mal den Horizont von dem ganzen System verstehen kannst. Der Kunde hat verschiedene Montageanleitungen für halt verschiedene, in dem Fall waren es Terrassendächer. Und er hat es halt einmal runtergeschrieben, also für ein Terrassendachmodell eine Montageanleitung. Und was er jetzt halt immer macht, wenn er neue Terrassendächer bekommt, die er halt handeln und eben auch montieren muss, dann nimmt er halt seine Montageanleitung, gibt die in dem Fall ChatGPT und sagt, hey, ich habe jetzt ein neues Terrassendach mit den und den und den Modifikationen, schreibe eine neue Montageanleitung. So, dauert eine Minute vielleicht, er muss nicht schreiben, er kann sich währenddessen einen Kaffee holen. Die Montageanleitung ist fertig, genauso wie die, die er schon mal geschrieben hatte, nur eben angewendet auf ein anderes Produkt. Und am Ende des Tages sparst du halt enorm viel Zeit. Also nimm das ganze System bzw. diese Thematik an sich ernster, als du es vielleicht gerade tust. Man darf nicht vergessen, das System ist in der Lage, dich als Geschäftsführer und deine Mitarbeiter vielleicht 30%, 40%, 50% der Zeit am Tag wirklich zu ersparen, einfach gesagt, beziehungsweise dich dazu entlasten. Und das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber deiner Konkurrenz. Oder andersrum gedacht, vielleicht haben deine Konkurrenten dir gegenüber auch gerade schon einen Wettbewerbsvorteil, weil sie es eben nutzen.
Aber wir haben dazu auch schon einige Videos auf diesem Kanal hier veröffentlicht. Schau dir das Ganze auf jeden Fall an. Ansonsten ja, war es das in diesem Video. Wir freuen uns natürlich auf ja, ein Like, auf einen Kommentar von dir und sehen uns ansonsten in den nächsten Videos wieder.